Matthäus 24, 12. Und weil die Ungerechtigkeit überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. 13. Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig werden. Der zweite Brief des Paulus an Timotheus. Drei. Der Verfall der Frömmigkeit in der Endzeit. Das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden. Denn die Menschen werden viel von sich halten, geldgierig sein, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, zuchtlos, wild, dem guten Feind, Verräter, unbedacht, aufgeblasen. Sie lieben die Wollust mehr als Gott. Sie haben den Schein der Frömmigkeit, aber deren Kraft verleugnen sie. Solche Menschen meide. Zu ihnen gehören auch die, die sich in den Häusern einschleichen und gewisse Frauen einfangen, die mit Sünden beladen sind und von mancherlei Begierden getrieben werden, die immer auf neue Lehren aus sind und nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Gelobt sei Jesus Christus, in Ewigkeit. Amen.